Ist das ein Fluss? Da sind noch mehr Fußspuren. Sie müssen hier entlang gegangen sein. Sind auf der anderen Seite auch Spuren? Vielleicht wollten sie mit Hilfe des Flusses ihre Spuren verwischen. Clever, aber... Sind sie etwa ertrunken? Ja. Nein, wir müssen sie retten. Ja, wir müssen sie schnell finden. Wartet mal. Vielleicht haben sie es ja geschafft. Wir müssen sie finden. Ich pflichte Minoru bei. Es beruhigt mich etwas, dass wir den Damm noch nicht gefunden. Beunruhigt mich etwas, dass wir den Damm noch nicht gefunden haben. Was sollen wir tun, Dakuma? Entweder sie sind ertrunken oder haben einen anderen Weg genommen. Oder was ganz anderes. Und was, wenn Gomamon uns ausgetrickst hat? Hä? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wenn das so ist, müssen wir zurück. Das kann doch nicht sein. Was sollen wir jetzt glauben? Hey Leute, was macht ihr hier? Das ist Gomamon. Wir folgen den Fußspuren der Kinder, von denen wir dir erzählt haben, am Fluss. Was? Wollt ihr nicht zum Damm? Stimmt. Aber wir haben den Weg nicht gefunden. Stimmt, ja. Das hatte ich ganz vergessen. Der ist sehr schwer zu finden. Es gibt nur einen Weg zum Damm. Der Kanal ist da hier drüben. Gott sei Dank, es gibt einen Weg. Allerdings. Und den zeige ich euch jetzt. Das bin ich euch schuldig. Dann lasst uns mal loslegen. Ja, zeig uns den Weg. Hier entlang, mir nach. Aquädukt. Darf ich mich hier umgucken? Wehe, wir werden angegriffen. Wie lang ist dieser Fluss, ob er wohl bis zum Meer fließt? Nicht, dass wir in unserer Welt in Meeresnähe gewesen wären. Dakuma, ich habe das hier gefunden. Großartig, Agumon. Ist das eine Teufelsfrucht? Ich gebe es Dakuma. Wirklich, danke, Agumon. Hey. Ist das ein Kanal? Oh, seht nur, da oben. Wow, das ist wirklich ein Damm. Das ist der Damm? Der ist ja riesig. Sagte Blake auch immer. Warte mal, was? Fantastisch. Im Schrein waren weder ein Kanal noch ein Damm. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier sind sie entlang. Auf geht's. Das Wasser ist so klar. Unter anderen Umständen wäre es jetzt schön, mit den anderen im Fluss herumzuplanschen. Okay, Hakase. Dieser Kemonogami Gomamon. Wir sind uns doch sicher, oder? Saki und Shuji müssten da drüben sein. Wir werden sie retten. Ja, und ich werde niemanden von euch in Gefahr bringen. Los, beeilen wir uns. あんたたちに
私のことがわかるわけないでしょ。ついさっき出会ったばっかりなのに。わかるわよ。私はサキのことなら何でもね。そうなの？何それ、すごい。もうダメだ。僕もこれ以上はもう。あなたまで何言ってんの？シュージ、頑張って。シュージならできるよ。教授、すみません。僕たちはもう。逃げられそうにない。みんなそうだろう。頼りにならないな。ロップモンまで泣き言。いいわ、私だけでもあいつをやっつけてやる。無理だよ。今までのどの怪物よりもあいつはでかいし強い。あんなのに捕まったら、それこそ頭からバリバリ食べられてしまう。やだやだ、僕はまだ死ぬわけには。だったら死ぬ気で逃げなきゃ。さ、さきも。あら、大丈夫ロップも、怖くないよ。さ、捕まって。あなたも泣き言言ってたくせに、なんでロップもには優しい顔見せるの。第一、私と組んでるのはさき、あなたなんだからね。そうね。あと少し、あとちょっと逃げ切れれば上に。いや無理だ、あいつの方が足が速い。ポケモン、ダンクスリンフォロー。教授、もうダメだ。教授のおかげでここまで逃げ切れたのに。Erkundungsmodus. Dammbasis freigeschaltet. Warte, wir können im Damm jetzt rumlaufen wie in der Schule. Das können wir sowieso die ganze Zeit. Nee, hier gibt es einfach nur mehrere. Gut, dann gucken wir uns bei der Wasserstraßeneingang mal um. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Vor allem, mir gefällt dieses, dass man halt einen richtigen Digipartner hat. Und nicht so wie in Digimon Story oder Digimon World, dass der Partner oder die Partner, ja, dass man alles haben kann. Hier kann man zwar auch jeden so einige Digimon bekommen, aber das sind dann nicht deine Partner, sondern einfach nur welche, die mitkämpfen. Und dass die Digitationen auch so storybedingt sind, finde ich auch mega geil. Ich habe einen Tyrannomon bekommen als Digitation. Das finde ich auch mega cool. So, gehen wir mal zur Wasserstraße ein. Komisch, irgendwas stimmt hier nicht. Und nicht schon wieder. Ah, okay, kein Angriff. Nein! Ah! Falscher Knopf. Was stimmt denn hier nicht? Tür? Die Tür zur unterirdischen Wasserstraße hat ein stabiles Schloss, nicht aufzukriegen. Ah, ich glaube, jetzt ist es wieder so wie in der Schule, dass man nach und nach neue Abschnitte auch freischaltet. So nach dem Motto, hier können wir noch nicht rein. Dann muss erstmal irgendwie was passieren, damit wir da rein können.
Wanderung? Ist das der Zugang zu einem unterirdischen Fluss? Sieht nicht aus, als könnten wir da rein. Ist er von Sand oder Geröll versperrt? Nein, er ist verschlossen, siehst du? Das ist ein ganz normales altes Schloss. Aber das Muster ist ungewöhnlich. Okay, wir müssen nach so einem Schlüssel Ausschau halten. Was für eine seltsame Struktur. Du kennst dich mit so etwas wirklich aus, Minoru. Ja, gut, es gibt schon viel Geräte, aber ich muss sagen, mich stört das jetzt nicht. Und der Anfang ist sehr, sehr dialoglastig. Weil man muss ja erstmal ins Spiel reinkommen. Man kriegt ja nicht sofort seinen Digimon ins Gesicht geklatscht so und sagt so, das ist dein Partner, jetzt geht los. Es wird wirklich richtig gut aufgebaut. Und man hat halt hier auch Entscheidungen, die man treffen kann, die natürlich auch die Digitation beeinflussen deines Digimons. Je nachdem, wie du dich entscheidest, kann es halt was anderes werden. Da gibt es halt die drei Werte: Inbrunst, Harmonie und noch was anderes. Und es gibt halt drei Digitationspfade und die werden von diesen drei Werten bestimmt. Aber wenn man so... Also ich bin ja jetzt schon mitten im Spiel drin und da wird halt öfter gekämpft mittlerweile. Und es gibt auch trotzdem zwar noch Dialoge, aber jetzt gefühlt nicht mehr so viel wie am Anfang. Hehe, das könnte man wohl sagen. Trotzdem ist das hier mit all den Gebäuden nicht einfach nur irgendeine Parallelwelt. Ja, ganz schön seltsam. Ich frage mich, ob wir dieses Rätsel jemals lösen werden. Wer weiß. Wie dem auch sei. Nimm bitte das hier. Ich habe es da hinten aufgesammelt. Nein, behalte es lieber. Du kannst es besser gebrauchen. Das ist kein besonders triftiger Grund. Wow, hey. Oh, das ist nur eine Nachricht. Was, eine SMS? Wie ist die durchgekommen? Und wieso ist es nur wirres Zeug? Du hast also auch eine von diesen komischen Nachrichten bekommen? Auch? Du hast also auch eine bekommen? Heißt das, wir können zu Hause anrufen, oder? Ja, auf jeden Fall ist es immer gut, sich noch so ein bisschen Zeug anzuschauen, um dann halt, ja, sich besser überlegen zu können, ist das jetzt so meins oder eher nicht. Das Coole ist auch, in der Serie sind ja die Digimon immer Rookies und digitieren halt, wenn es drauf ankommt, im Kampf halt, lassen sie die Digimon ja digitieren. Und das ist hier ja auch der Fall. Man startet immer wieder einen Kampf als Rookie. Die bleiben also, die digitieren halt wieder zurück, wenn man im Kampf digitiert, digitieren die halt auch wieder zurück. In Digimon Story und Digimon World war es ja so, das sind die Mega-Level und du musstest die von selbst irgendwie wieder zurückdigitieren, um dann halt was zu machen. In Digimon World hat man halt ein Mega-Level-Digimon, bis es stirbt. Dann fängt man erst wieder von vorne an. Deswegen finde ich das hier, es hat so ein bisschen was auch von Digimon Adventure, finde ich. Nein, leider nicht. Gibt keinen Empfang. Verdammt. Naja, bringt nichts zu jammern. Machen wir uns später Gedanken drum. Ja. Gehen wir mal zur Karte. Zum Beispiel hier bin ich jetzt, kann ich erkunden,
da, wo das Ausrufezeichen ist zum Beispiel, da geht's weiter mit der Story. Aber ich kann halt auch mit den Leuten hier noch interagieren. Ich kann sogar einen freien Kampf machen. Da kann ich so oft kämpfen, wie ich will in der Erkundung. Das sollte man also mal ausnutzen. Aber ich komme mittlerweile sowieso von einem Kampf in den nächsten. Manchmal trifft man auch Digimon einfach so. Was ist, haben wir irgendwas im Flusswald noch? Nicht da. Soll ich unter den Damm gehen? Ist hier noch was? Nee, jetzt nur den Bach. Äquadukt. Hoppla. Nein. Wow, ist der Damm riesig. Wie lange der wohl da wohl schon steht? Nur durchs Ansehen finde ich sein Alter nicht heraus. Ich bin kein Dammexperte. Erstaunlich, hier gibt es wirklich einen Damm. Können Menschen so etwas Großes bauen? Sicher, aber wir wissen nicht, ob dieses Bauwerk wirklich von Menschen stammt. Ach ja, und die Digitation, die schalten sich erst im Spiel frei, also storybedingt. Die digitieren halt wirklich dann, wenn die Story es dir erlaubt. Und für die, man kann auch Digimon rekrutieren. Wenn man halt so wilde Digimon trifft, also die kriegt man dann halt, wenn man den freien Kampf wählt, kann man mit den Digimon reden, dann geben die drei Fragen, auf die musste dann so gut es geht antworten, was dem Digimon gefällt, und dann hat man noch eine geringe Chance, dass der dann mit ins Team kommt. Das ist schon cool. Und die digitiert man dann mit einem Item. Da habe ich auch so ein Item gefunden, aber ich weiß halt noch nicht, welches Digimon ich am besten digitieren lassen soll. Ich hätte da schon eins im Auge, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Digimon vielleicht sogar schon ein anderes Digimon dazu werden könnte. Deswegen lasse ich es erstmal. Sicher, aber wir wissen nicht, ob dieses Bauwerk wirklich von Menschen stammt. Ach ja, Takuma. Das habe ich vor einiger Zeit da drüben gefunden. Ich glaube, ich hätte dafür keine Verwendung. Also nimm du es doch, Takuma. Wow, bist du sicher? Na klar, wenn Agumon und du stärker werden, profitieren wir alle davon. Das auf jeden Fall. Ach, jetzt hör auf, Aoi. Sei mal ein bisschen selbstbewusster. Tut mir leid, Labramon. Ich will deine Entschuldigung auch nicht hören. Entschuldige. Du bist absolut fähig, Aoi. Lass den Kopf nicht hängen. Alles klar, ich versuche es. Hehe. Ich weiß nicht, ob du sauer oder stolz auf mich bist. Wie kommst du darauf, dass ich sauer bin? Aoi ist ziemlich zurückhaltend. Aber hoffentlich kann Labramon sie aufmuntern. Ich kann ja mal einen Kampf machen. Dann siehst du mal die Kampfmechanik. Hier zum Beispiel haben wir jetzt einen Gotsumon. Oder zwei Gotsumon sind es meistens. Also sind immer meistens zwei im freien Kampf. Welche nehme ich denn? Gasimon muss leveln. Dann nehme ich Agumon, Falgumon. Hier sieht man auch immer das Icon, also wer jetzt wen als Partner hat eigentlich. Die anderen sind dann halt nur so wilde Digimon, die uns unterstützen, könnte man sagen. Das Gilmon habe ich bekommen durch... Ich glaube, das war ein Vorbestellerbonus, obwohl, nee, nicht Vorbestellerbonus, den hat man einfach bekommen, weil man
Ja, wenn man halt... Ich glaube, den bekommt jeder. Einfach so frei. Oder war das ein Digital-Bonus fürs Digital-Runterladen? Ich weiß es nicht. Aber nehmen wir Gilmore noch mit. Ein Heiler, Kunemon, let's go. So. Ich muss das Digimon natürlich immer wieder digitieren lassen. Falcomon, digitier zu! Diatrimon! So, Yuko! Diatrimon! So, mit einem Digimon reden wir mal. Dann siehst du das Rekrutierungssystem. Findest du nicht auch, dass die Tage immer so langweilig sind? Ich habe immer zu tun. Verstehe dich nicht, Mann. Wenn man natürlich falsch antwortet, ist es natürlich nicht so gut, ne? Mann, du siehst echt stark aus. Gegen dich will ich bestimmt verlieren. Finden wir es heraus. Fand er auch nicht so geil, okay. Man muss natürlich herausfinden, was er mag und was nicht. Die Fragen sind aber, die wiederholen sich aber. Kann man dann immer mal wieder neue Antworten ausprobieren. Egal, ob du lächelst oder lachst, ich traue Menschen nicht. Ich vertraue dir. Selbst das mag er nicht. Willst du mich verarschen, Gotsumon? Und wenn man dreimal falsch gemacht hat, oder da oben sieht man ja die Leiste, man muss in die Mitte kommen. Wenn man es in die Mitte geschafft hat, kann man rekrutieren versuchen. Aber wenn man es nicht geschafft hat, wird er stärker. Er scheint nicht reden zu wollen. Na gut, dann vernichten wir es. Könnte jetzt ein einseitiger Kampf werden. Energieschall! Am besten auch immer von hinten angreifen oder von der Seite. Ist halt wie bei anderen taktischen Rollenspielen, wie man es ja schon bei Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem kennt. Und man sollte auch gucken, dass man sich möglichst gut hinstellt, damit die Gegner nicht von hinten oder von der Seite angreifen. Gilmon könnte ich eigentlich schon zu Growmon digitieren mit dem Item, aber wie gesagt, ich warte lieber. Und bei Gilmon bin ich mir schon sicher, der wird einfach zu einem Galantmon. Der hat nur einen Pfad. Ja. Agumon? Also meiner ist zu Tyrannomon geworden. Er kann natürlich auch noch zu den beiden da oben werden. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann, aber natürlich weiß man, dass eine da oben ist Greymon. Ich glaube, dass in der Mitte könnte Gio Greymon sein. Aber ich finde, Tyrannomon passt auch ziemlich gut. Ich will diesen Weg gehen. Ach ja, die Kinder können übrigens auch einen Boost geben, wenn man miteinander redet. Das ist schon cool gemacht. Feuerode! Oh ja, das stimmt. Galanmon ist mega cool. Und ich bin echt gespannt. Bei manchen Digimon weiß ich noch gar nicht, was könnten die werden. Ich könnte zwar im Internet nachgucken, weil ja jedes Digimon so seine Digitation hat. Ohne das Spiel zu kennen zum Beispiel, wissen halt schon viele, zu was zum Beispiel ein Labramon werden könnte.
Haha, neben. So. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen stark. Ich verfehle nämlich schon. Oh, ich kann mich hier... Warte mal, ich muss mir hier mal den Weg freikämpfen. Komm, geh mal weg, du. Ja, das stimmt. Vor allem, die Digimon, die kennt man auch noch nicht so wirklich. Also Labramon habe ich bis jetzt in keiner Serie wirklich gesehen. Dass es das gibt, wusste ich irgendwie, aber ich habe es wirklich noch nie gesehen. Kunemon? Kenne ich jetzt, also habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe noch nicht, ich kann mich nicht, also ich wüsste jetzt nicht, zu was es wird. Und Tyrannomon war auch eine Überraschung, wo mein Agumon dazu digitiert ist, weil das kann man ja ein bisschen beeinflussen. Man kann sogar mitten im Kampf auch zurückdigitieren. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht, aber man kann es. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut, wenn man jetzt... Man hat ja noch andere Pfade, die man gehen kann als Digitation. Man könnte jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob man auch Greymon irgendwie noch freischalten kann, wenn man jetzt Tyrannomon hat. Aber es wäre schon cool, wenn man dann zu Agumon zurückdigitiert und dann später zu Greymon wieder. Oder so. Falls man einen anderen Vorteil braucht oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man alle Digitationen am Ende bekommen könnte. Vielleicht mit einem Item oder so. Ich lasse mich da überraschen. Von einem Champion zum nächsten glaube ich eher weniger. Man sieht ja die Pfeile dort und die zeigen halt an, wohin man digitieren kann. Sprich, der Tyrannomon kann auch zu allem werden. Und am Ende, ich bin mir ziemlich sicher, also es gibt hier ja Champion, Ultra Mega und da gibt es noch was hinter Mega. Natürlich ist das auch Mega-Level, aber wir wissen alle, zu was Agumon am Ende wird. Ich sag nur Digimon Dada Squad und Digimon Adventure. Aber das in Digimon Adventure schafft er nicht alleine. Ups, mein Internet ist weg. Bin ich wieder online? Sorry. Ah, ich war mitten am Entklären und dann resettet sich mein Router. Das ist... Zwischen 2 und 3 Uhr resettet sich mein Router, das heißt, dass mein Internet für eine Millisekunde weg ist. Das reicht schon aus, um meinen Stream zu beenden. Es tut mir leid. Ah, okay, Champion auf Rookie und dann in ein... Ja, das, so habe ich das ja gemeint. Das stimmt. So habe ich das ja gemeint. Trainingsgegenstände will ich auch nicht so unbedingt nutzen. Erstmal, also das mache ich vielleicht später. Man kann halt die Werte erhöhen mit diesen Gegenständen. Ausrüsten kann man auch. Oh, hier kann ich auch noch was.
Warte mal, Verteidigungsregel erhöht physische. Ah, jetzt verstehe ich diese. Ah, man kann auch noch neue Attacken bekommen, wie zum Beispiel Husten. Ich sollte mal jeden ausrüsten mit etwas. Oh, Bonus-EP klingt gut. Ausdauerkristall. Das erhöht ja fast schon die TP aufs Doppelte hier. Was ist denn da los? Sie ist unsere Heilerin, das kann sie gut gebrauchen. Ich bin echt mal gespannt, zu was Labramon wird. Internet hat kurz Schiss gesagt bei dir. Ich glaube eher, das war bei mir. Weil, wie gesagt, mein Router startet zwischen 2 und 3 neu. Und da war ich dann mal kurz weg. So, was haben wir denn hier noch? Sturmdeckung. Da kommen wir für ihn und dann. Anti-Wind. Haben wir jemanden, der windanfällig ist? Hat da jemand Minus auf seine Windwerte? Nee, doch, Godsumon. Godsumon könnte einen Anti-Wind gebrauchen. Und zack, hat er 20 Windresistenz. Den können wir zu einem Tank machen. Für Stein, also warum nicht? Godsumons Digitation verstehe ich nun als einziges nicht irgendwie. Ah, hier, Gazimon. Den würde ich am liebsten zu Sangloopmon, aber ich glaube, den könnten wir auch so bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Manche von den Digimon kenne ich gar nicht. Was zum Geier ist ein Wendigomon? Vor allem, ich dachte ja, Gazimon eher so im Etemon-Bereich. Na gut, Etemon ist ja Ultra. Vielleicht ist Etemon ja unter den Ultra. Obwohl, sieht nicht so aus. Oder ist das da oben? Das sehen wir ja dann hinterher irgendwann mal. Roman. Ich überlege, aber ich warte noch. Man sollte die Items nicht zu schnell verschwenden. Ja, dann war es bei mir. Genau. Aber lange mache ich auch nicht mehr. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das könnte so sein. Wow, hier gibt es wirklich einen Damm. Kaum zu glauben, dass Menschen so etwas Großes bauen können. Aber der stammt nicht aus dieser Welt. Wie ist ein so großes Bauwerk hier gelandet? Wer weiß, der steht hier schon, solange ich mich zurückerinnern kann. Also ein paar Jahre? Aber Agumons Reaktion nachzuschließen könnte es auch nur ein paar Tage sein. Hier ist auch nichts. Gehen wir dann einfach rein? Könnten wir.
Wo ist der Eingang? Da rein, wir sollten besser aufpassen. Hier in der Gegend lebt ein wirklich böse Kreatur namens Fangmon. Dieser Mistkerl hat versucht, uns zu unterwerfen. Die Kinder könnten in echten Schwierigkeiten stecken. Wir sollten sie besser vor Fangmon finden. Fangmon? Er kann sich verstecken? Aber Moment mal, was ist das da drüben? Oh ja, ich sehe gerade unsere Kollegen. Da sind sie doch. Ich glaube, ich sehe jemanden. Ja, das sind Saki und Shuji. Und das ist Fangmon. Und sie werden von irgendwas Großem verfolgt. Alter, was hat der für eine lange Schnauze eigentlich? Damit ich dich besser fressen kann. Oh nein, das ist Fangmon. Oh nein, sie sind in Gefahr. Wir schaffen es niemals rechtzeitig zu ihnen. Lenkt ihn ab! Ich lenke ihn ab, um uns etwas Zeit zu verschaffen. Hey, du blöde Jan! Du musst erst an uns vorbei! Gut, er sieht also zu uns rüber. Jetzt nichts wie weg! Kyoji, bujie dattan desu ka? Ah, kimi tachi mo bujie de nani yori da. Iya, mada bujie tte wake demo nai na. Warte doch, bujie de sumu yo. Ima ore ga tasukete yaru kan na. Nani dekai taido totten no yo, Minoru? Saki-san, sore yori sono ko tachi wa? Yoku wakannai kedo, watashi tachi o tasukete kureta no. Lopmon Kenba. Floramon ni Lopmon da. Shiriai nano ka? Floramon natürlich auch. Hajimete mita. Hajimemashite. Aisatsu wa ato. Aber es ist auch schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Oh nein, Saki ist hingefallen. Hey Shuji, nicht zu fassen, dass du Saki im Stich gelassen hast. で、やべえ。背後にも別の怪物がうじゃうじゃ来たぞ。例のファングモンの手下ってやつか。まずい。挟み撃ちになる。こんな連中、僕たちで十分だよ。あ、俺たちに任せろ。あ、教授。 一人で先を助けるつもりか？無茶だ。大丈夫かね、咲君。さあ、私の肩に掴まりたまえ。君たちもこっちに。もう心配しないでいいよ。ありがとう。助かったわ。Ich liebe es auch, dass es so aufgebaut wie so eine Light Novel. 心配しないで。だと。 それは残念だったな! Oh nein, Lopmon! Alter, der Professor hier! Nein, Professor! Hä? Uso? Utta! そこのチビを狙ったのに手が滑っちまったぜ。ま、マジかよ。落ちた。あ、ジョブ、デプロフェッサーゲッツノゴッド。ああ。おしまいだ。ライダーもパファイティングのうちのチームね。ま、なんだ。何が起きたんだ。 Kann doch nicht sein. Der Professor ist abgestürzt. Sade. Omaera mo zeiin
Der ist bestimmt ins Wasser gefallen. Den geht's bestimmt noch gut. Oh oh, ich kann nicht mehr denken. Mein Hirn ist im Leerlauf. Anbrüllen. Okay, komm, Mut machen. Takuma? Takuma-kun? Die Mutis sind die nicht mehr. Aber ich denke mal, das wird dann auch zum Charakterbuilding gehören, dass die anfangs... Also, das ist auch realistisch gemacht. Die Digi-Ritter in Digimon Adventures, die waren ja alle irgendwie so... Die haben es akzeptiert, dass sie in einer anderen Welt sind, mit Digimon und so. Für die war das ziemlich schnell normal. Die hier sind auch in einer anderen Welt gefangen, mit vielen Monstern. Da kriegt man halt mit der Angst zu tun. Es sind immerhin Kinder. Und gerade ist der Professor abgestürzt. Deswegen hoffe ich, dass sich das auch irgendwann legt mit der Angst. Und dass sie dann auch immer mutiger werden und... Sie werden zurückgetrieben. Wenn das so weitergeht, sind sie alle erledigt. Und ich glaube, wir bekommen eine neue Digitation. Nanda, gorippana koto o itte ita ga, konna mono ka? Iko butte teshabatte kita dake ka? Jama na yatsu me. Genau, Agumon. Ist fest. Ich stand im Weg herum. Ich schwinge nur große Worte. Ich wollte sie retten. Ich hoffe trotzdem, dass Labramon eine Heilerin bleibt. Aber wenn sie ihre Heilfähigkeit verliert, also ihre Attacke keine Heilfähigkeit mehr ist, dann lohnt es sich immer mal wieder zurück zu digitieren. うん、勇気はあるわ。だってここに立っているもの、戦っているもの。お願い、気づいて。ラブラモン。私、頑張る。私、前に進む。みんなのために、自分のために。 Digitation! Laboramo! So. Sono kimochi yo, Aoi! Aoi no tsuyoi ketsui ga zenshin ni shimikonde kuru! In Digimon Adventure haben wir ja gelernt, dass das Digivice einfach nur ein Symbol ist. Dass eigentlich der Digivice gar nicht gebraucht wird, wirklich zu einer Digitation, sondern dass die Emotionen einfach darüber getragen werden. Und wir haben was zum Geier. Was bist du denn?